Ja gut, auch ich möchte Sie herzlich begrüßen und freue mich, dass ich hier heute Abend meinen Beitrag leisten kann. Mein Thema ist Material und Ort. Ich bin jetzt ein bisschen desillusioniert über die Fülle, weil ich mich ja natürlich fokussiere auf einen ganz kleinen Aspekt des Ganzen, was wir jetzt gesehen haben. Etwas getröstet hat mich das Abschlussbild, dass ich dann doch die Kurve wieder kriege. Ist das so? Im weiteren Untertitel ist das Bauen mit alternativen Materialien. Was jetzt eigentlich schon begründet wurde, weshalb das notwendig ist. Und ich werde darauf im Weiteren eingehen. Ich werde die Kurve weit fassen. Und zwar geht es um Ort und Material. In diesem Bild verschmelzen die beiden Elemente noch, sind noch nicht klar ersichtlich, ist hier etwas am Entstehen oder ist hier etwas am Vergehen. Es zeigt sich bei weiterer Betrachtung des gleichen Objektes, da war vielleicht noch mal was. Und es manifestiert sich immer mehr. Und auch hier kann ich die Kurve wieder machen zur Einleitung. Wir verbinden uns bei der chinesischen Mauer. Und die chinesische Mauer ist irgendwo, dadurch verläuft sie, ist nach neuesten Berechnungen Ausmessungen 8.851 Kilometer lang. Da wird das Thema Ort etwas unscharf. Nichtsdestotrotz ist es genau so, dass dieses Monument oder dieses Bauwerk sehr ortsspezifisch eigentlich gebaut wurde. Es wurde abschnittweise genau mit den Materialien gebaut, die dort zur Verfügung standen. Es gibt Abschnitte, die sind in reinem Lehm gebaut. Diese Abschnitte, die wir zu Anfang gesehen haben, natürlich über Erosion dann abgetragen. Andere Abschnitte im Gebirge sind dann direkt mit den Steinen vor Ort oder wie hier in einer Mischform mit Bruchsteinen und mit Stampflehm aufgefüllt. Material und Ort. Es ist nicht einfach, dieses Thema einzuführen, weil es ist umfassend, es greift sehr weit. Ich habe mich für einen ganz einfachen Weg entschieden. Ich werde zuerst ein bisschen Material zeigen, ich werde ein bisschen über Ort sprechen. Sie werden wahrscheinlich nicht viel Neues erfahren von mir, sondern es ist das Zusammenführen und das darüber nachdenken, was eigentlich dann das Ganze fruchtbar macht. Mich persönlich hat das schon immer fasziniert, Material an und für sich, die Eigenschaften von Material, und über mein Projekt, das ich begleiten durfte oder als Projektleiter führen durfte, dieses Lehmhaus im vorarlbergischen Schlinz, wo ich gegen Ende des Vortrags eingehen werde, habe mich diese Faszination wirklich gepackt und verstehe immer mehr eigentlich, wie wegweisend dieses Projekt ist und war. Material, wie gesagt, wenn wir Material betrachten, ist es einfach ein Material, es hat Eigenschaften. Man kann sich überlegen, für was man es verwenden möchte. Hier haben wir Kies aus dem Oberrhein. Daraus kann ich vieles machen. Oder ich habe hier Material, das zur Verarbeitung bereit liegt, gestapelt, vorbereitet. Einige Bearbeitungsschritte sind da eingefügt. Es ist eigentlich ortsunabhängig, so wie es da liegt. Ein weiteres Material, das sehen wir hier. Hier muss man schon genauer hinschauen. Ich kann das nicht mehr identifizieren. Ich sehe nicht genau, was es ist. Ich kann nicht sagen, woher es kommt, was es ist. Es ist eine Mischung. Eine Mischung jetzt in diesem Fall, ich weiß es, sonst ist es kaum zu erkennen. Es ist eine Traskalk-Lehmmischung, ein Element vorgefertigt zur Bearbeitung und zum Transport in einen anderen Ort, wo gebaut wird. Wenn wir Ort denken oder Ort uns anschauen, dann ist es nicht so einfach. Beim Material ist man schnell bei etwas Physischem, was man greifen kann. Ort wird komplizierter. Es ist, was ich jetzt heute nicht betrachten werde, so wie wir das in der Architektur gelernt haben,
der Genius Loki mit all seinen Betrachtungsweisen. Mir geht es heute mehr darum, was hat dieser Ort zu bieten in Bezug auf das Material, in Bezug auf den Werkstoff und was hat das für Konsequenzen. Betrachten wir Splügen, ein kleiner Ausschnitt vom Ort Splügen. Wenn wir diesen Ort betrachten, sehen wir doch, die Häuser sind da eng zusammengerückt. Das wird wohl seinen Grund haben in der Geschichte, wie das so entstanden ist. Wenn ich die Dachlandschaft betrachte, sieht es so aus, wie wenn da ein Material besonders zur Verfügung war, dass man das so gemacht hat. Es wird ein Know-how da sein an diesem Ort, wie diese Dächer konstruiert sind. Das sind Eigenheiten von diesem Ort in Bezug auf Material und weiter. Der nächste Ort, Frien, ist bekannt geworden durch John A. Caminada, der ja sehr intensiv sich mit diesem Ort beschäftigt hat und eigentlich seine ganze Arbeit dort geleistet hat. Die Auswirkungen, die seine Arbeit dort hatten, ist bekannt. Im Ort geht es gut. Wenig Abwanderung oder keine Abwanderung. Es ist ein intaktes Leben vorhanden. Es hat also ganz starke Auswirkungen auf den Ort, wenn man sich damit beschäftigt und vor allem sich mit den Ressourcen beschäftigt, die in diesem Ort vorhanden sind. Jetzt Material und Ort, in der Verbindung liegt das Potenzial. Das ist das, worauf ich eigentlich zurück will und Jörg Walter hat eigentlich schon dahin geleitet. Je näher wir die Sachen zusammenführen, umso mehr Potenzial hat es, um wirkliche Nachhaltigkeit zu schaffen. Das ist nicht immer einfach, vor allem ist es deshalb nicht einfach, weil es nicht klar quantifizierbar ist. Das ist an jedem Ort wieder eine andere Situation. Wir müssen uns mit dem Ort beschäftigen, wir müssen uns befassen mit den Sachen oder den Werkstoffen, die wir vorfinden. Energieeffizienz alleine genügt nicht. Das haben wir eigentlich schon gesehen, was wir heute oder immer wieder mit nachhaltigen Bauen zusammenkommt, ist die Energieeffizienz. Die ist sehr wichtig, das ist kein Thema, aber die alleine genügt bei weitem nicht. Weil die Energieeffizienz nur einen ganz kleinen Teil der Nachhaltigkeit abdeckt. Und ich werde mich jetzt ein bisschen beschränken, weil wir das Ganze vorher schon hören durften. Wie gesagt, wir haben das Drei-Säulen-Modell, also die drei Bereiche der Nachhaltigkeit, die ökonomische, die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit. Das sind Aspekte, die wir eigentlich in jeder Materialwahl oder in jeder Situation betrachten müssen. Das macht es schwierig, das macht es komplex und das es ist schwierig zu quantifizieren, weil es einfach den normalen Handlungsrahmen in unserer schnelllebigen Welt oder schnell planenden Welt einfach sprengt. Ich möchte an einer kleinen Geschichte, an einem ganz kleinen Beispiel das kurz aufzeigen, was für Konsequenzen das haben kann. Es ist nur ein kleiner Entscheidungsprozess in einer Bauaufgabe. Es geht um die Wahl von einem Naturstein. Man hat sich vielleicht geeinigt, man möchte einen Naturstein haben für einen bestimmten Teil des Gebäudes. Jetzt ist die Entscheidung, welchen Stein nehmen wir. Hier in Graubünden und Umgebung haben wir diverse Steinbrüche, die qualitativ wunderbare Steine liefern. Und sehr oft wird entschieden, dass man dann doch lieber den Stein aus China oder den Stein aus Indien oder Brasilien oder wo auch immer her bezieht, weil es mag sein, dass er den ästhetischen Ansprüchen mehr entspricht. Aber in den meisten Fällen oder sehr oft ist die Entscheidung eine Kostenfrage. Er ist günstiger. Er ist günstiger und das ist natürlich im Moment ein ganz wichtiger Entscheidungskriterium. Wenn wir das jetzt auch über diesen Nachhaltigkeitsaspekt betrachten, dann gibt es eben unter diesen drei Aspekten, wenn wir das jetzt mal ganz einfach versuchen anzuschauen, dann geht es bei der ökologischen Nachhaltigkeit haben wir sehr viel Transportenergie. Wir haben gesehen, die Energie, die da zur Verfügung steht und die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, sind endlich. Also wir brauchen sehr viel Energie, stecken die da rein. Es entstehen sehr viele Emissionen durch den Transport.
die langen Transportwege. Und es ist auch zu berücksichtigen, in der Regel ist es so, dass der technische Standard nicht der gleiche ist, ob jetzt in China oder in Indien abgebaut wird, wie in unseren Steinbrüchen. Die haben große Auflagen, um ihre Maschinen, sagen wir mal, möglichst energieeffizient laufen zu lassen. Sie haben Partikelfilter drin, sind auch gerüstet, sollten eigentlich auf dem neuesten Stand sein. Das heißt, wenn ich etwas Günstigeres beziehe, nehme ich in Kauf oder unterstütze eigentlich, dass unsere Umwelt über das Ganze betrachtet mehr belastet wird. Ökonomische Nachhaltigkeit heißt in diesem Fall ja auch, dass die Wertschöpfung, die eigentlich über den Abbau und die Produktion dieses Materials außerhalb vom Ort geschieht, also eine kleine Wertschöpfung haben wir vielleicht in China, in Indien, großer Teil der Wertschöpfung wird über die Transportkette geschehen und nicht, wie es möglich wäre, wenn wir ein Material vor Ort beziehen, dass wir die Wertschöpfung hier haben und das Kapital dann auch weitergehen würde. Wir würden Arbeitsplätze erhalten, Zulieferbetriebe könnten weiter betrieben werden und über die Steuern und Sozialabgaben, die diese Betriebe und Arbeiter liefern, könnten die Gemeinden ihre Funktionen übernehmen. Und da sind wir bei den sozialen Nachhaltigkeit. Wir haben Arbeitsbedingungen, wo wir eigentlich keinen Einfluss haben. Wir wissen zwar, dass in den meisten Fällen die Arbeitsbedingungen in Steinbrüchen irgendwo nicht den Gepflogenheiten entsprechen, wie wir sie hier haben. Das ist ein Thema, das hat viel mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun, sind die Arbeitsplätze in der Region, die dann wieder eine soziale Sicherheit gewähren, wenn ich hier arbeiten kann, wenn ich die Produkte lokal beziehe, dann gibt das Sicherheit, es gibt auch die steigert die Attraktivität des Ortes, was hier in Graubünden ein wichtiger Punkt ist, da attraktive Orte auch touristisch interessanter sind, wenn sie belebt sind, wenn das normale Alltagsleben funktionieren kann, auch keine Abwanderung stattfindet. Oder, ja. Und dies wiederum hat Einfluss auf die lokale Kultur, auf die Vielfältigkeit der Kulturen, die sich entwickelt haben in diesen kleinen, in diesen Gemeinden. Also Nachhaltigkeit bedingt, wenn wir ein bisschen radikaler denken, eine Berücksichtigung lokaler Ressourcen, das ist einerseits das Material, das ist andererseits die Technologie und eben das Fachwissen, das auch gewachsen ist vor Ort, das sich genau mit diesen lokalen Materialien auskennt und die entsprechend bearbeiten kann. Es bedingt den schonenden Umgang mit den Ressourcen und das Downcycling ist eigentlich zu vermeiden, das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Material, das wurde ja von Jörg Wachter angesprochen, muss einfach in seinem Kreislauf bleiben. Wir können Material nicht verbrauchen, wir können es gebrauchen, nachher wiederverarbeiten und neu gebrauchen. Alternative Baumaterialien. Wenn wir von alternativen Baumaterialien sprechen, dann kommen mir die drei Klassiker in den Sinn und ich werde, das ist das eine Mal das Stroh ist ein alternatives Baumaterial, ich werde kurz darauf eingehen, ich werde mich nicht zu tief heute damit darüber referieren, weil Stroh im Graubünden eigentlich als Rohstoff direkt nicht mehr vorhanden ist und man daher ein bisschen diese ganzen Aspekte von der Nähe zur Verarbeitung eigentlich da ein bisschen wegfallen. Wir haben Holz als alternatives Baumaterial, wobei das bei Holz nicht mehr ganz zutreffend ist, weil das Produkt sich sehr etabliert hat in den letzten 15, 20 Jahren ist da sehr viel passiert. Man muss aber da stark differenzieren, da Holz als Holzwerkstoff ein industrielles Produkt geworden ist
und in sich über die sehr vielen Zwischenschritte und Produktionsschritte doch schon sehr viel graue Energie beinhaltet über die Veredelung und zum Teil auch über die Klebstoffe und Veredelungsmaßnahmen auch gesundheitlich oder umwelttechnisch zum Teil in Grenzbereich gekommen ist. Aber Holz als Schnittware, als reine Schnittware, beherbergt immer noch, also recht wenig graue Energie und ist von daher sehr interessant zu meiner Bauarbeit. Sofern sie lokal ist und nicht, wie auch sehr oft praktiziert, hier gefällt, weit transportiert, zersägt und dann wieder zurück auf den Bauplatz transportiert werden. Lehm ist das dritte Material, was als alternatives Baumaterial bekannt ist, und mit Lehm, über Lehm werde ich nachher noch etwas sprechen, weil Lehmbau das ist, was mich wirklich in diese ganze Nachhaltigkeit im Bauwesen eigentlich reingesogen hat oder hereingeführt hat, und ich werde am Beispiel vom Haus Rauch das genauer erläutern. Kurz zum Stroh als Baumaterial. Stroh als Baumaterial wird eigentlich in zwei unterschiedlichen Techniken verwendet. Einerseits ist es das lasttragende Bauverfahren. Wird in der Regel mit Großballen gemacht. Das sind 2,50 Meter, 1,20 Meter breit und etwa 80 Meter hoch. Diese werden vermauert und also eigentlich wie Backsteine aufeinander gestapelt und dann zu Wänden zusammen oder aufgeschichtet und in der Regel mit Lehm verputzt. Das gibt dann Wandstärken bis 1,30 Meter. Dann gibt es noch den Holzrahmen- oder Holzständerbau, was bekannt ist im Stroh, in der Stroharchitektur oder im Strohbau. Da ist eigentlich dann da geht die Last dann nicht über das Stroh, sondern über die Holzkonstruktion, und Stroh wird dann eher als Dämmmaterial eingesetzt. Stroh hat einen Lambda-Wert von 0,038, was einem bei so einem 1,30 Meter Wandstärke einen doch beachtlichen U-Wert gibt, was dann für das energieeffiziente Bauen doch sehr interessant ist, weil natürlich da eigentlich mit minimalem bis keinem Wärmeverlust mehr gerechnet werden muss. Aber ist der Primärenergiegehalt sehr interessant. Da ist nicht viel Energie drin, um das Material herzustellen. Wenn man dann noch die CO2-Bilanz betrachtet, dann ist es eigentlich ein CO2-Speicher und schneidet von daher eigentlich sehr gut ab. Es ist nämlich so, dass nicht alles nur toll ist, sondern es hat natürlich auch Schattenseiten. Aber jetzt einmal kurz zum lasttragenden Strohbau. Das ist eigentlich, kommt aus den 1900er Jahren, den USA bekannt geworden, ist eine sehr einfache Bauweise, schränkt aber in der Gestaltungsfreiheit sehr ein, weil, ich werde das nachher noch zeigen, die Konstruktion, die Statik sehr simpel gehalten werden muss. Was man nicht bekannt ist, also sehr wenig bekannt ist, ist, dass Stroh, also die verputzten Strohwände eigentlich einen sehr guten Feuerwiderstand haben. Das ist immer etwas das Erste, was man hört, in Stroh wohnen, das brennt doch, ist gefährlich. Ist eben nur gefährlich während der Bauphase, solange das nicht verdichtet ist und solange das nicht eingepackt ist. Sobald die Wände verputzt sind und verdichtet sind über die Last, ist das eigentlich kein Problem mehr. Was ein Thema ist, immer ist das Setzmaß. Die Strohballen, die setzen sich natürlich relativ stark, das heißt, die müssen, wenn sie lasttragend sind, entweder vorgespannt werden oder sonst irgendwie runtergebunden werden, oder man muss sich einfach die Zeit lassen in der Bauphase, dass sich das von selber setzen kann. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Konstruktion von der Außenwand mit den Innenausbauten, damit das richtig korrespondiert, damit die Wände dann am Ende gleich hoch sind und Türen und Fenster ihre Funktion erfüllen können. Was sicher zwei negative Punkte sind, das ist die Witterungsabhängigkeit. Also Stroh ist natürlich in der Bauphase sehr feuchtigkeitsempfindlich. Wenn ich dann natürlich Feuchtigkeit einbringe,
zu viel Feuchtigkeit einbringe, habe ich das im Material drin und bekomme das nicht mehr raus. So Fäulnis und andere Probleme schleichen sich da ein. Und ein anderes Thema ist natürlich auch unter der Betrachtung der Nachhaltigkeit, wenn man das ein bisschen gesamtheitlich betrachtet. Und wir gehört haben, Wohnfläche 34 Quadratmeter ist anzustreben und nicht mehr 52, wie wir im Moment im Schnitt haben. Wenn wir natürlich Wandstärken von 1,30 Meter haben, ist das ja nicht auch Bodenfläche, die wir verbrauchen. Das ist immer auch ein Aspekt, der berücksichtigt werden sollte. Hier einfach ein Grundriss, um das noch mal schnell zu verdeutlichen. Hier haben wir die Außenwände eben mit 1,20 Meter breiten Strohballen verputzt, die außen und innen. Und das ist nämlich dann das Verhältnis von einem, sag ich mal, kleineren Wohnhaus, das ist das, das erste Strohhaus, das in der Schweiz gebaut wurde, in diesem dies, zweigeschossig, aber einfach das Verhältnis Außenwand zur Wohnfläche ist da wirklich zu diskutieren, als ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Es gibt nämlich ganz andere Aspekte, die dann wieder sehr dafür sprechen. Das ist, wie gesagt, schwer zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Das ist eine Frage der Gewichtung. Zum Lehm. Lehm ist, ich muss es zugeben, ich habe den Narren gefressen an diesem Material. Ich bin begeistert, und zwar, weil es wirklich ganz viele Möglichkeiten bietet und unheimliche Qualitäten hat. Aber ich muss es mal eingrenzen, dann mal kurz schnell aufspannen. Was gibt es als Lehm? Also Lehm ist heute als Lehmputz oder als Lehmfarben auch im Handel erhältlich. Das hat sich sehr breit gemacht im nachhaltigen Bauen. Man kennt das, es wird viel eingesetzt, weil Lehm natürlich sehr gute Eigenschaften hat fürs Raumklima, aber da komme ich nachher noch drauf. Es gibt Lehmbauplatten, das muss man sich vorstellen, wie eine Holzwerkstoffplatte, die ist etwa 2 bis 2,5 cm starr, eine flächige Platte, die man im Handel beziehen kann, ähnlich einer Spanplatte oder anderem Material dann verschrauben kann, eine Oberfläche damit gestalten kann und putzen kann. Es gibt Lehmziegel in verschiedenster Form, in Größen, gebannt, getrocknet, in verschiedenen Lehmmischungen, verschieden dicht. Formate, alles Mögliche. Bei Lehmziegeln ist das Verarbeiten dann eigentlich ähnlich wie eine normal gemauerte Mauer mit gebrannten Ziegeln. Leichtlehm ist ein Thema. Leichtlehm, das ist Lehm, der oft mit Strohzuschlägen vermischt wird oder mit Bins oder Blähton, um dass die Masse des Lehms ein bisschen zu nehmen, also um ihn leichter zu machen, um ihm auch bessere Wärmedämmeigenschaften zu geben. Leichtlehm wird aber nie statisch eingesetzt, das ist eigentlich ein Material für Ausfachung oder für einfache, leichtere Konstruktionen. Und das letzte, der Stampflehm, und auf Stampflehm werde ich jetzt im Detail noch eingehen, weil das eigentlich das Kernmaterial war des Projektes, wo ich gerne noch drüber spreche. Noch ein paar Sachen zum Stampflehm, respektive zum Lehm im Allgemeinen. Lehm ist ein hygroskopischer Werkstoff, wie Holz auch. Einfach noch ein bisschen schneller in der Reaktion. Er kann Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen und sehr schnell relativ viel Feuchtigkeit aufnehmen und die wieder langsam abgeben. Deshalb ist er eigentlich nachhaltigen Bauen oder biologischen Bauen sehr beliebt, weil er natürlich sehr raumregulierend wirkt. Das Raumklima, also die Raumfeuchtigkeit, ist vor allem auch im Winter dann eigentlich sehr gut, also er bricht eigentlich diese Spitzen oder unangenehm trockenen Phasen, weil er eigentlich über den ganzen Zeitraum die Feuchtigkeit sehr gut reguliert. Lehm ist antiseptisch und antibakteriell. Das heißt, wir haben eigentlich in der Regel kein Schädelproblem oder sonstige Probleme, wenn wir mit Lehmputzen im Innenraum arbeiten. Allerdings ist zu erwähnen, dass es dann
eine gewisse Materialstärke braucht. Lehm kann auch seine hygroskopischen Eigenschaften eigentlich wirklich erst richtig zur Geltung bringen, ab einer gewissen Stärke. Wenn ich nur einen halben, nur 2-3 mm oder einen halben Zentimeter auftrage, dann ist natürlich der Puffereffekt des Materials nicht wirklich gegeben. Lehm ist zu 100% rezyklierbar, und das ist eigentlich das Schöne an dem Material. Ich kann es genauso wiederverwenden, wie ich es zum ersten Mal eingesetzt habe. Es wurde ja einleitend auch beschrieben von diesem Lehmmörtel, der da von den Steinen wieder weggeputzt wird, wieder angemacht, und der gleiche Mörtel kann verwendet werden. Das gleiche gilt für Stampflehm, das alles gilt eigentlich auch für Lehmputze, sofern die nicht mit einem Bindemittel verunreinigt werden. Lehm ist ein guter Energiespeicher. Ich nehme an, da werden wir von Andrea noch etwas hören, wenn Solaren direkt gewinnen. Kann einfach sehr gute Energie, die eingetragen wird, in Gebäude aufnehmen und auch diese wieder langsam abgeben. Hat einen Lambda-Wert, das ist nicht unbedingt erhellend, zwischen 0,64 und 0,93, das sind Werte für Stampflehm. Diese große Spanne kommt daher, dass es unterschiedliche Untersuchungsmethoden gibt. Eine EMPA-Studie aus den 90er Jahren kommt auf 0,64, andere Quellen sind bei 0,93. Wie es ganz genau ist, ist dann fraglich. Wobei Lehm ja auch nicht unbedingt als Dämmmaterial eingesetzt wird. Fast überall auf der Welt ist Lehm vorhanden, und das macht es eigentlich interessant, gerade zum Thema Bauen und oder Material und Ort. Lehm ist eigentlich in dem Sinne nicht ein exotisches Baumaterial, also wir kennen das sicher aus Afrika und überall, die ganzen Lehmbauten. Aber auch in Europa, das ist ein Gebäude, im Jahr 1860, in Deutschland, ein Stampflehmgebäude mit 6 Wohngeschossen, Eingangsgeschoss, 7-geschossiges Gebäude. Reine Stampflehmkonstruktion, einfach um das noch zu zeigen. Es gibt eigentlich ein altes Wissen darum, wie man mit Stampflehm baut. Das Wissen ist in der Hitze der Technisierung und der, Vorfabrizierung der Bauteile oder Bauelemente verloren gegangen. Man kauft lieber ein, man vertraut auf genormte Materialien, auf Standards, und deshalb ist eigentlich Lehm in unserem Breitengarten, also mit Stampflehm als Konstruktionsmaterial, ziemlich zurückgegangen. Das Haus Rauch. Das Haus Rauch ist ein Experimentalbau gewesen, und zwar hat der Martin Rauch, das ist der Bauherr, diesen Wunsch gehabt. Ich möchte ein Haus bauen, das ohne Rückstände zu hinterlassen wieder in sich zusammenfallen kann. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Grundsatz, das war sein Wunsch. Martin Rauch ist selber Lehmbauer, ist studierter Keramiker, hat seit 25 Jahren, setzt er sich mit Lehmbau auseinander, vor allem mit Stampflehmbau, hat die ganzen Techniken, die alten Techniken studiert, hat neue Versuche gemacht und ist eigentlich kontinuierlich dran an diesem Material. Und er hat sich immer daran gestört, dass im Westen diesem Material kein Vertrauen geschenkt wird. Es ist immer in diese Ecke gedrängt worden, dieses Öko-Lehm-Igloo-Image irgendwie alles rund und von Hand gemacht. Und dass Lehm halten könnte oder mehr halten könnte, als man denkt, kommt niemandem in den Sinn. Und Lehm, wenn es regnet, geht es kaputt, es ist schmutzig, es ist billig, es ist einfach irgendwie, hat es das Image, dass es nichts wert ist. Und er hat
den Wunsch gehabt, ein Haus zu bauen, wo er beweisen kann, einerseits, was das Material leisten kann und andererseits auch eben seinen Traum zu verwirklichen, ein Haus zu bauen, das wirklich radikal ökologischen Maßstäben gerecht wird. Ich habe das Glück, dass ich bei diesem Projekt die Projektleitung machen durfte. Das war eine schwierige Aufgabe. Schwierige Aufgaben haben es in sich, dass sie sehr spannend sind. Einerseits auf der einen Seite den Architekt, das war Roger Bolzhauser, der sehr radikale Formensprache, sehr radikale Ansätze, was Raum und Ort angeht. Und auf der anderen Seite der Martin Rauch, der ein unheimlich fundiertes Wissen über das Material Lehm hat, ein Künstler ist, ein Freigeist, ein sehr wagemutiger Konstrukteur. Und ich war da dazwischen und durfte diese beiden eigentlich durfte helfen, das Ziel zu treffen. Das waren einige Nächte harter Diskussionen und vor allem sehr viele Nächte konstruktiver Arbeit. Und das war sehr spannend, genau diese materialtechnischen Eigenschaften eigentlich dann wirklich herauszureizen. Dass wirklich jede Konstruktion, die wir gewohnt sind von der normalen, vom normalen Bauen, eigentlich zurückzuführen auf das, was es dann effektiv braucht, dass es funktioniert. Also weniger ist mehr und wirklich genau dahin zu führen. Ganz kurz, Schlinz, das ist der Ort, wo das Gebäude steht, das Vorarlberg, wurde auch schon angesprochen. Google, wir sehen hier den Ort, das ist ein Straßendorf, ursprünglich etwas verbaut mittlerweile, aber hat eine recht intakte Handwerkskultur der Vorarlberg. Martin Rauch ist sehr gut vernetzt und das war die Situation. Hier in Schwarzplan, dieses Gebäude haben wir gebaut. Es ist hier ist das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist der Bauplatz, bevor der Ausflug gestartet wurde. Das ist ein steiler Südhang, wir werden das noch sehen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das wahrscheinlich in der Schweiz nicht hätten bauen können. Weil die ganzen Normen, die ganzen Prüfungen, die Materialprüfungen und all das konnten wir eigentlich dann laufend machen, dass immer wieder im Bauprozess wieder die entsprechenden Werte liefern, die Prüfungen geben, weil die Berechnungen der Statik konnten nicht anhand der Normen direkt geprüft werden und man hat einfach vertraut. Und da hat Martin auch das Vertrauen ausgesprochen und gesagt, mach du das, du wohnst ja auch selber drin. Und er konnte das eigentlich nachhinein liefern. Zum Ort. Der Ort selber hatte seinen lehmreichen Boden, wie eigentlich das ganze Gebiet dort. Wir haben einen Wald in der nahen Umgebung. Die Sägerei liegt 500 Meter entfernt, knapp 500 Meter. Eben die Bauherrschaft hat einen Lehmbaubetrieb und es hat, wie ich gesagt habe, gute Handwerksbetriebe und der Rauch ist extrem gut vernetzt und das zahnt wunderbar ineinander. Das waren die Voraussetzungen, was der Ort angeht. Die Materialien lagen dann auf der Hand. Wir haben mit dem Lehm gearbeitet. Ich werde das nachher kurz noch zeigen. Also 85% der Baumasse des Gebäudes ist Lehm aus dem Aushubmaterial. Das ist das Aushubmaterial vor Ort. Die Deckenkonstruktion, das sind Dippelbaumdecken aus Holz, das sind die Stämme aus dem Wald, oben am Dorf. Die wurden gefällt, in der Sägerei geschnitten und grün eingebaut. Das ist eigentlich der Vorteil daran, weil es ist keine Energie drin, um das Holz zu trocknen. Die Balken sind dreiseitig geschnitten in der Sägerei
und ich werde das im Schnitt danach noch kurz sehen. Dämmung ist Schilf, innen, außen gegen das Erdreich mit Schaumglas. Kork wurde vor allem als Korkschrot als Beimengungen zum Trasskalk verwendet. Trasskalk für die statischen Teile und Stahl, das war unser Kompromiss, weil der Architekt ja auch sein Wort mitgesprochen hat. Jedes Bauteil, jede Schraube, alles, was wir verwendet haben in diesem Gebäude, wurde geprüft. Willst du das nachher auf der Baustelle liegen haben, wenn dein Haus zusammenfällt? Oder besser gesagt, willst du das rausnehmen, bevor das Haus zusammenfällt? Oder wollen wir etwas nehmen, das du liegen lassen kannst? Das war wirklich sehr radikale Prüfung. Und das hat natürlich alles wurde sehr radikal hinterfragt und durchdacht. Und so haben wir das, die graue Energie beim Haus auch um etwa 40% reduzieren können zum konventionellen Bau. Also wir haben das gerechnet, das gleiche Gebäude in konventioneller Konstruktion. Und das wurde, das konventionelle, muss man sagen, ist nach Standard gerechnet, wie das gerechnet wird, dass jedes Material den entsprechenden grauen Energiewert über die Masse hochgerechnet. Und beim Lehmhaus und beim Haus auch war das insofern, ist es eine ehrlichere Rechnung, weil wir haben jeden Bearbeitungsschritt versucht einzurechnen. Das heißt, jede Kranstunde ist eingerechnet, jede Stunde, wo der Bagger gefahren ist, ist eingerechnet, der Kompressor für die Verdichtung ist eingerechnet. Also wir haben ein Buch geführt darüber und das nachher aufgerechnet, um die möglichst exakte graue Energie zu haben. Also wenn wir hier beim normalen, bei der konventionellen Bautechnik die ganzen Transportwege vom Lieferanten auf die Baustelle noch gerechnet hätten, dann wäre das wahrscheinlich dann auch nochmal anders rausgekommen. Die Haustechnik haben wir einfach identisch gerechnet, weil wir gesagt haben, ob jetzt das so ist oder so, spielt von daher keine Rolle. Es ist wirklich das Gebäude selber, die Hülle und Innenausbau, den wir gerechnet haben. Das ist das Material, das wir vorgefunden haben. Beim Graben, es ist der Schiefer mit Lehm dazwischen, ist ein, ja, das lassen wir jetzt, Schiefer mit großem Lehmanteil dazwischen, das wurde auf der Baustelle vor Ort bearbeitet, wurde gesiebt in einer ersten Sieblinie auf 3 cm Korngröße, gesiebt. Das kann man nur machen, wenn der Lehm eine bestimmte Konsistenz hat, wenn er nicht zu mager ist oder nicht zu fett. Es war eigentlich so, wie wir das dort vorgefunden haben, mehr oder weniger optimal. Wir haben es verarbeitet, ohne irgendetwas zuzusetzen. Also wenn er zu mager wäre, dann könnte man noch ein bisschen Tonpulver dazu tun, um ihn ein bisschen klebriger zu machen, aber eigentlich konnten wir ihn so verarbeiten. Im zweiten Siebschritt wurden dann die großen Steine noch ausgemahlen, also ausgesiebt, die dann für Deckengewölbe, Umgebungsarbeiten, Trockenmauern im Hang verwendet wurden. Der Rest der Steine wurde gebrochen und für die Zufahrtsstraße verwendet. So sieht die Baustelle ausgesehen. Das ist die Schalung für die Fundation, für die Fundamentstreifen. Sind aus einem sehr mageren Beton mit Trasskalk zugemischt, direkt auf den felsigen Untergrund ohne Eisen gemacht und darauf sind dann die Lehmwände aufgestampft worden. Stampfen tut man eigentlich, das ist wie ein normaler Betonbau, das heißt, es gibt eine Schalung, wo der Lehm eingestreut wird. Der wird 30 cm eingestreut und verdichtet auf etwa 9 cm Stärke. Mit pneumatischen Verdichtern. Das ist Handarbeit. Und da müssen wir das eigentlich da, wo das große Fragezeichen ist, ist es eine Bautechnik, die hier wirklich etabliert werden kann. Es ist sehr viel Handarbeit drin. Gut.
Wandstärke 45 cm, einerseits statisch begründet, andererseits auch bautechnisch begründet. Ihr seht, die Person steht in der Schalung drin, muss das bearbeiten. Je schmaler die Wand wird, umso enger wird das bearbeiten. Es ist wirklich eigentlich optimal. Breiter wäre besser, dann könnte man das mit anderen Maschinen bearbeiten, aber 45 cm war jetzt in unserem Fall optimal. So sieht das aus, die Schalen. Schon. Ich wollte ganz schnell machen. Okay. Also ganz schnell. Dankeschön für den Hinweis. Also die Schale muss einfach extrem stark sein, weil die Verdichtung einen unheimlichen Druck ausübt, eine normale Betonschalung einfach verstärkt. Ausgeformt. Hier unten haben wir das Fundament. Hier muss einfach abgedichtet werden, dass das nicht hochzieht, damit die Feuchtigkeit wirklich nicht von unten her in die Lehmwand hineingeht. Ja gut, dann machen wir das kurz. So ist das Ganze gewachsen. Die Wände hinter dem Ausbaumaterial, ein Vergleich, das bestehende Material, die Lehmwand frisch ausgeformt. Einfach zum Haus noch selber. Lehm ist ja immer die ganz kritische Frage, ist die Erosion. Oder man sagt, das wäscht doch weg, wenn da Regen dran kommt. Das Hauptproblem ist eigentlich die Fließgeschwindigkeit des Wassers. Da haben wir hier diese Erosionsbremsen eingebaut. Das sind eigentlich auch Lehm, das heißt im gleichen Material, einfach feiner ausgesiebt, ohne diese Zuschläge. Die sind dann von Hand gemacht, gebrannt in der Werkstatt, 500 Meter unterhalb der Baustelle und dann getrocknet und eingebracht worden. Die gleichen Platten ist Terrassenbelag, Dachbelag. Wir haben keinen Dachvorsprung, das Wasser läuft unter den unter dem Belag läuft es ab, wird abgeführt. Ja, was haben wir noch? Hier sieht das Haus, haben wir das Haus eigentlich mehr oder weniger fertig, Umgebungsarbeiten stehen an. Die Fenster sind aus Eichenholz aus Süddeutschland. Vorarlberg hatte keine qualitativ gute Eiche zu liefern. Der Schreiner zwei Dörfer weiter hat die Fensterprofile gemacht nach unseren Plänen und sind eingebaut worden hier. Wir haben am Anfang mit einer Fensterfirma verhandelt, ob die diese Fenster machen würden für uns. Die haben das abgelehnt, weil sie nicht garantieren können, weil die Setzung beim Lehm nicht klar kalkulierbar war. Gut. Einfach Grundrisse, ganz kurz. Diese Form ist einerseits architektonisch begründet natürlich, andererseits auch konstruktiv. Weil Lehmwände, also die Stammlehmwände, sind selbsttragend, die sind nicht stabilisiert, das ist nichts, sonst nur Lehm. Die dürfen nicht zu lange sein, weil sie sich sonst verformen. Also muss die Länge begrenzt sein, andererseits sind die Breiten der Räume definiert über die Länge der Stämme, die im Wald zur Verfügung sind. Also das ist so, man hat wirklich versucht, alle diese Aspekte auch in die Architektur zu integrieren. Ja, wenn ich dann die Zeit überschritten habe, das wäre der Wandaufbau, Lehm, innen Schilf, dann kurz 3 cm, damit wir die Eigenschaften vom Lehm auch innen haben. Jetzt unter im Erdreich dann Lehm innen, außen Schaumglas. Und die Deckenkonstruktion, einmal diese Dippelbaumdecken, eben dreiseitig geschnittene Stämme, grün eingelegt. Und das war eine große Diskussion, wie machen wir das Auflager von den Stämmen auf dem Lehm. Nach Prüfung allem, was wir wussten zu dem Thema, haben wir festgestellt, wir können die einfach drauflegen. Weil der Lehm hat eine Grundfeuchte von 6-7%, das Holz ist bei 14%, das heißt, der Lehm trocknet permanent das Holz aus, das Fäulnis ist kein Thema. Wir haben das dann einfach eingelegt und weiter gestampft. Und es ist kein Problem, es funktioniert. Das ist eine andere Decke, eine Art Interpretation der Urdis-Decke.
Das sind eben die gleichen Ziegel, wie wir sie in der als Erosionsschutz gesehen haben, als verlorene Schalung auf Stahlträger gelegt, hier von oben betrachtet und dann mit Trasskalk übergossen. Das sind die Decken, die dann im Außenbereich, also Garageneinfahrt etc. So sehen die aus. Keller und Garageneinfahrt, so eine Decke, Lehmwand, der Blick an, die aus, an den Aushub. Einfach noch kurze Impressionen von innen. Das ist eigentlich alles isoliert und mit Lehmputz, einmal Grobputz und dann ganz ein feiner, mit Marmormehl zugesetzter Feinputz drauf. Die Abdeckung ist auch Handarbeit, Keramik, in-house gefertigt und eingepasst. Alle Holzmaterialien sind mit einer Caseinspachtelung überzogen. Casein ist nichts anderes als ein ganz feiner Lehm, ist eine ganz feine Lehmmischung mit Milcheiweiß als Bindemittel und Kalk gebunden. Und eine wird unheimlich hart und dichte Oberfläche und ist rein biologisch. Wir haben keine Farbe im Haus, keine Kittfugen im Haus, kein Schaum, nichts. Wir haben es fast erreicht, man muss einfach die Heizungsinstallation elektrisch rausnehmen und dann darf es in sich zusammentragen. Gut, dann einfach hier noch ein paar Bilder dazu. Also Lehmbauten können auch architektonische Ansprüche erfüllen. Ich habe jetzt eigentlich ganz viel nicht gesagt, was ich sagen wollte, aber es ist ja noch jemand da, der auch etwas sagen möchte. Ich denke, dass das jetzt ein Ansatz ist, der halt wirklich lokal dort vor Ort ist. Lokales Verwenden von Materialien ist halt wirklich vom Ort abhängig. Das heißt, man muss sich wieder die Zeit nehmen, sich intensiv mit dem Ort auseinanderzusetzen, wo gebaut wird. Und da wird Andrea Redi sicher zu diesem Thema auch noch etwas sagen, weil der Ort und der Standort ist für das Materialmarkt entscheidend, für die Konstruktion entscheidend und für den Energieeintrag entscheidend. Dankeschön.